ORF Burgenland Podcast Mahlzeit Burgenland. Bei uns zu Gast Mr. Money, Markus Lajaker-Schatzl aus Graz, zu uns gekommen. Vor 3 Jahren das letzte Mal da mit wertvollen Tipps. Zuallererst, bevor wir reden, Markus, ab wann bin ich erreicht? Diese Frage eingangs aufgeworfen. Wie kann ich das messen? Die meisten glauben, ich brauche Millionen dafür. Es genügt, wenn ich persönlich mein Leben gestalten kann in Unabhängigkeit in finanzieller. Und dafür genügen oft schon 200.000 oder 300.000 Euro. Ja, die haben und nicht haben sind auch schon mal 600.000 Euro. Aber da gibt es eine Formel im Buch. Vielleicht können wir dir kurz schildern. Es ist eine Formel, aber recht einfach. Ganz einfach, Serviette und Kugelschreiber zum Mitschreiben genügen. Meine monatlichen Fixkosten, die ich habe für meinen Haushalt, mal 200. Und diese Summe ergibt dann das Kapital, das ich benötige, um von den Erträgen dieses Geldes leben zu können. Ich nehme jetzt mal eine runde Summe, damit ich mich leichter tue mit Rechnen. Sagen wir 2.000 Euro. Korrekt, ja. Mal 200. Ja. Dann wäre ich bei? 400.000. Genau, richtig. 400.000 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Da kriegt man eine kleine Wohnung in Wien. Aber damit hätte man ausgesorgt oder warum? Grundsätzlich ja. Natürlich, wenn ich die 400.000 nur im Sparbuch liegen habe, nicht. Kann ich dann nur so viele Monate leben oder wie? 150? Nein, 200 waren das in dem 200. Fall. Also die 400.000 würden in dem Fall im Jahr oder monatlich die 2.000 Euro an Ertrag abwerfen, die ich benötige, um meinen Lebensstandard zu finanzieren. Die Zinsen quasi. Die Erträge. Ja. Am Sparbuch Zinsen wird nicht funktionieren, ja. Aber die Erträge in dem Fall dann. Aha. Okay, also dann ist man wirklich reich. Du warst letzte Mal hier 2011, hat sich in der Zwischenzeit was verändert? Es kollabieren ja ständig irgendwelche Märkte, tauchen neue auf. Wenn wir 2006 geredet hätten, wäre das ein komplett anderes Gespräch gewesen als wahrscheinlich, jetzt. Ja. Ist das nicht sehr gefährlich, was du machst? Bist du nicht immer mit einem Fuß schon in U-Haft? Nein, überhaupt nicht, weil die Gesetzmäßigkeiten, die Bank- und Finanzwelt regulieren und beherrschen, seit Jahrhunderten die gleichen sind. Mhm. Das heißt, das, was natürlich passiert ist, dass die Medien und auch die Banken mit den Ängsten und Emotionen der Sparer und der Bürger und auch der Wähler natürlich sehr stark spielen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Aber wenn man die Mechanismen sich anschaut, der letzten 2, 3 bis zu 1.000 Jahren sind es immer dieselben. Mhm. Und einen ganz kurzen Satz zur letzten Frage noch. 400.000 Euro ist viel Geld, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen für 50 oder 70.000 Euro ein Auto kaufen, und das alle 5 oder 6 Jahre. Es ist nicht unerreichbar. Und das vielleicht über ihre Verhältnisse mit Kredit finanzieren. Das sogar noch, ja. Markus, finanzieller Schutz ist das erste Kapitel. Wahrscheinlich auch bewusst gewählt von dir, weil die Menschen Angst haben, es zu verlieren, das Geld. Korrekt, ist bewusst der erste Tipp. Warum? Weil der finanzielle Schutz mein Airbag, mein finanzieller ist. Ja. Und genauso wie es beim Auto zwar wichtig ist, dass vielleicht der Heckscheinwerfer auch stark leuchtet, aber der Airbag ist im Fall eines Unfalls das Wichtigste. Und hier ist nicht gemeint, einen Unfall ist das Finanzwesen, sondern finanzieller Schutz bedeutet, dass ich ganz einfach möglichst schnell schauen soll, dass ich genug Geld auf der Seite habe, um 6 Monate mein Leben finanzieren zu können, damit ich, wenn ich den Job verliere, wenn ich einen Unfall habe, wenn ich krank werde, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, mir keine Gedanken machen muss. Weil wenn ich einen Job verliere und sage, ich habe keinen Cent auf der hohen Kante, bricht sofort die Krise aus. Wenn ich weiß, Firma hat mich rausgeschmissen, ein halbes Jahr keinerlei Geld sorgen, kann ich entspannt meine Zukunft in die eigenen Hände nehmen. Mhm. Mehr oder weniger entspannt, sagen wir so. Ja. Aber es ist zumindest gut, auf einen Polster zu fallen. Genau, und 6 Monate ist ein guter Richtwert. Okay, durchatmen und Neuorientierung. Genau. Da kann man sich auch ausrechnen, oder? Genau. Fixkosten im Monat, nehmen wir jetzt mal her, 1.000er. Oder das Gehalt einfach. Das monatliche Gehalt mal 6 ist der Tipp. Okay, die meisten brauchen Gehalt auf im Monat. Und dann geht es darum, okay, ich habe jetzt keinen Polster, wie kann ich mir das Geld sparen? Mhm. Wie kann ich heutzutage überhaupt noch Geld sparen? Es gibt kaum mehr Zinsen, nichts. Was kann ich tun? Ja, das Leben ist teurer geworden. Es ist sicher schwieriger, Geld auf die Seite zu legen. Punkt 1, und die Sparbuchzinsen sind minimalst. Beim finanziellen Schutz geht es aber nicht darum, jetzt hohe Erträge zu erzielen, sondern einfach wirklich idealerweise durchaus auch Cash zu Hause oder auf einem Sparbuch oder Sparkonto diese 6 Monatsgehälter auf die Seite zu haben. Okay. Und täglich verfügbar, wenn wirklich morgen was passiert, ich muss Zugriff haben, es gibt einfach Sicherheitsgefühl. Oder es vielleicht sogar einen Tresor zu legen zu Hause, klingt nach Onkel Dagobert, ich weiß, aber wenn du jetzt 6 Monatsgehälter zu Hause im Safe hast, ein Bargeld auch von der Haptik her, fühlst du dich sicher reicher, als wenn du nur einen Kontoauszug hast. Ich weiß nicht, ich hätte dann mit einem Tresor daheim ein ungutes Gefühl. Okay. Aber das ist jeder wahrscheinlich individuell. Genau, sicher. Soll das tun, womit er oder sie sich wohlfühlt. Genau. Markus, wie kann man heutzutage sparen? Wie spare ich sinnvoll? Beim Sparen geht es im Endeffekt darum, dass man Dinge automatisiert. Die meisten sagen, ich spare, was am Monat übrig ist.
aber dann ist am Schluss des Geldes Monat übrig und nicht am Monatsende noch ein Geld. Das heißt, wichtig ist, strategisch, automatisch mit Dauerauftrag am besten am Monatsbeginn sofort vom Gehalt 10% automatisch auf ein eigenes Sparkonto umbuchen zu lassen. Ich komme mit 90% des Geldes auch aus. Ja, ist das so? Ja, spüre das im Regelfall gar nicht, aber das Geld ist sofort auf der sicheren Seite, extra vom Sparkonto und ich gebe es gar nicht mehr aus. Früher hat man sich ja wirklich was ersparen können. Heutzutage ist das sehr schwer. Es ist schwer geworden. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Ja. Wir haben keinen stabilen Schilling mehr, sondern eine neue Währung, die durchaus auch letzte Woche Schokolade kauft. 25% mehr für den Sport, ist ja heftig. Ja. Also es ist einfach wirklich massiv teurer geworden, ob mit oder ohne Kindern, das Leben ist teurer geworden und es ist schwieriger zu sparen, ja, wobei wir auch einen Lebensstandard gewohnt sind und wenn ich mir anschaue, die Menschen, die mir sagen, ich kann nichts sparen, immer das neueste Handy, immer das neueste Tablet, alle 2 Jahre vielleicht ein neues Auto auf Leasing, also man ist gewohnt, das Geld auszugeben, also ich habe noch niemanden getroffen, noch niemanden, der nicht sparen könnte. In einem Satz vielleicht noch, einmal in einem Seminar eine Arbeitslose vom AMS gehabt, die mir gesagt hat, sie kommt mit Geld nicht aus, sie kann nicht sparen. Dann haben wir einen kurzen Haushaltsplan gemacht, gibt im Monat 150 Euro für Zigaretten aus. Sogar die könnte sparen. Aha. Naja, das Rauchen, das ist tatsächlich ein finanzieller Faktor, aber das ist das Letzte, was die Leute, glaube ich, aufgeben. Und die Haustiere natürlich. Genau. Das ist sehr schwer. Bist du ein sparsamer Mensch? Ja. Also hast tatsächlich 10% buchst du weg. Richtig, ja. Und bist du eigentlich, das kommt mir erst jetzt, eigentlich solltest du ja steinreich sein, oder? Nachdem du Experte bist für strategischen Vermögensaufbau, müsstest also du eigentlich schon sehr reich sein. Nach der Definition, dass ich sage, ich bin finanziell unabhängig, ja. Nur wie gesagt am Beginn, ich brauche keine Millionen, um das zu erreichen. Weil früher in Schillingzeiten war es schneller mal leichter möglich, sich Millionär zu nennen. Mit der Euro-Einführung war das plötzlich nicht mehr der Fall. Verdirbt Geld den Charakter? Geld zeigt den Charakter. Also wenn ich mit wenig Geld ein Knauser bin, werde ich auch mit viel Geld ein Knauser sein. Wenn ich mit wenig Geld schon sozial denke, anderen helfe, unterstütze, wird der Lotto-Sechser wahrscheinlich auch schnell verschenkt und verteilt werden. Karl-Heinz Böhm war ein schönes Beispiel, der war schon reich und berühmt als Schauspieler. Hat dann nicht mit Ferrari sich auf Mallorca zurückgezogen, sondern Menschen für Menschen gegründet und seine Zeit, sein kostbarstes Gut und sein Geld für einen guten Zweck eingesetzt. Ja. Und deswegen, also wenn man einen netten Freund hat, ja, und der bekommt plötzlich Geld, weil er erbt oder im Lotto gewinnt, was weiß ich was, der wird nett bleiben. Es gibt immer Ausnahmen, klarerweise. Ja. Es gibt sicher Menschen, ich glaube, dass der Grundcharakter, zu Geld, Geld ist eine Lupe, Geld zeigt den wahren Charakter. Wenn jemand den Großzügigen spielt, nur aus Anerkennung heraus, weil er halt ab und zu jemand auf ein Bier einlaut, ja, heißt es nicht, dass er später, wenn er die Millionen gewinnt, dann auch beginnt, die 500er zu verschenken. Aber den wahren Grundcharakter, der wird durch Geld gezeigt wie eine Lupe. Ich verstehe. Gut. Also der Charakter bleibt. Und ich finde auch sehr schön in deinem Buch, dass du ein Kapitel hast zum Thema Erfolg. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass man das Geld anhäuft und vermehrt, sondern Erfolg definierst du anders. Was ist da dir ein Anliegen, dass deine Leser wissen? Erfolg ist kein Ziel. Erfolg ist der Weg. Das heißt, wenn ich in der Früh aufstehe, sage, ich freue mich auf den Tag, in die Arbeit zu gehen, einen tollen Job, Tätigkeit, die mir Spaß macht, mit einer Familie, die ich liebe, Kollegen in der Firma, die ich gern habe und ich tue was Sinnvolles, das ist der wahre Erfolg. Jemand, der im Monat 5.000 netto verdient und mit Magengeschwüren ins Büro geht, wegen einem blöden Chef, den depperten Kunden und den nervigen Kollegen, der ist nicht erfolgreich. Auch wenn das Konto übergeht, der wird mit 50 mit Herzinfarkt ein dickes Konto hinterlassen, war aber nie erfolgreich. Ja. Der andere verdient vielleicht die Hälfte, freut sich am Sonntag, wow, morgen ist Montag und nicht das typische Montag, wann kommt denn endlich Freitag? Ja. Das heißt, Erfolg ist ein Weg, mein Leben so zu gestalten, dass ich glücklich bin, ja, erfolgreich bin und da kann Geld immer einen wichtigen Beitrag leisten, wenn ich auch finanzielle gewisse Unabhängigkeit habe, dass ich eben nicht von jeder Laune von Chef, von Firma oder anderen abhängig bin. Du sagst ja auch, wenn man das tut, das einen so erfüllt, dass man sich nicht aufs Wochenende übermäßig freut, dann kommt das Geld automatisch. Richtig. Der Klassiker ist jeder, der auch im Verkauf oder mit Kunden zu tun hat. Wenn ich überzeugt bin mit Freude von dem, was ich tue, ob das als Arzt ist, als Anwalt, blöd, selbst der Staubsaugerverkäufer zum Beispiel, die Leute spüren das ja, die macht das Spaß, der ist überzeugt davon, da kommt automatisch ein anderes Auftreten, eine gewisse Lockerheit dazu, ein gewisses Charisma entwickelt sich automatisch, man ist einfach gut drauf und hat damit automatisch auch mehr Erfolg, weil man das ausstrahlt.
Und man sollte nicht sich auf einen Job fixieren, den man vielleicht nicht mag, wo das Geld reinkommt, sondern das tun, was man wirklich kann und möchte. Richtig. Der blöde Satz, lern was Gescheites, damit du einen sicheren Job bekommst mit hohem Gehalt, ist eines der schlimmsten Dinge, aus Liebe getan und gesagt, aber eines der schlimmsten Dinge, die man dem Kind antun kann. Markus, wie bist du zu Mr. Money geworden? War das dein Berufsziel? Nein, überhaupt nicht. Der Mr. Money wurde mir als Titel von einer steirischen Wirtschaftszeitung quasi umgehängt. Den habe ich selbst nicht kreiert. Ich habe ihn nur übernommen, in erster Linie, um meine Internetseite zu vereinfachen, weil Markus Leiker Schatzl einfach sehr lang ist. Ja. Ich habe vor 20 Jahren von Bodo Schäfer ein Buch gelesen, habe mich mit dem Thema Geld beschäftigt, mich selbst für die eigenen Finanzen und dann einfach entschieden, ich möchte... Mit 17 hast du dich schon mit Finanzen beschäftigt? Genau. Meine ersten Aktienfonds bespart und meine eigenen ersten Pläne geschmiedet und habe dann einfach im Interesse dem Beschäftigen mit dem Thema gemerkt, was hat dich daran fasziniert? Weil heute geht man ins Internet und macht irgendwas. Damals ist man noch auf die Bank gegangen und hat das Ganze erledigen müssen. Mit 17 ist das eher ungewöhnlich, sage ich mal so. Was hat dir so getaugt? Ja, mich hat einfach das Thema interessiert. Ich glaube, der eine weiß mit 5 Jahren, er möchte Tierarzt werden oder Feuerwehrmann oder Polizist, und ich wollte damals noch nicht Finanz- und Vermögensberater oder Finanzcoach werden. Das kam erst später dann. Da war ich dann 23, als der Berufswunsch sich langsam geregt hat. Hattest du schon damals mit 23 aus 6 Jahren Aktiengeschäften viel Gewinn gemacht? Liegt dir das? Sehr viel Erfahrung in erster Linie, aber natürlich auch schon also Erträge, die deutlich über dem Sparbuchniveau gelegen sind, und gemerkt, wenn ich strategisch angehe, bei mir geht es ja um strategischen Vermögensaufbau, ist nicht nur ein Geheimtipp, wie ich morgen mein Kapital verdopple, sondern wie mache ich strategisch, dass ich auch einfach durch die richtige Strategie planbar mit höchstmöglicher Sicherheit meine Ziele erreichen kann. Mhm. Gibt es das überhaupt, den Geheimtipp? Gibt es das, dass man über Nacht plötzlich sein Vermögen verzehnfacht? Es gibt, glaube ich, Glückstreffer. Ich glaube, dass es Insider gibt, die einfach gewisse Informationen haben, bevor sie andere haben, und darauf dann spekulieren, was zwar illegal ist, aber ob man immer drauf kommt, weiß man nicht. Ich nehme an, diese Insider haben schon Geld, weil sonst wären sie ja nicht dort, wo sie sind, oder? Ja. Klar, also mit gewissen, wie gesagt, manche Dinge sind sich mit Risiko verbunden. Ich glaube, jemand, der 10 Millionen hat, traut sich mal 100.000 wo riskieren. Und wenn er Glück hat, dann verdreifacht das über Nacht, natürlich toll. Jemand, der nur 10.000 hat, wird sich nicht trauen, 3.000 zu riskieren, zu spekulieren im Regelfall. Also natürlich, das ist ja auch das Thema, wo man oft sagt, die Reichen werden immer reicher und die Armen ärmer oder bewegen sich auf dem gleichen Niveau. Weil Geld kommt zu Geld, und wenn man viel hat, kann man auch einmal strategisch mehr tun, und man kann auch mal was riskieren oder ertragreicher investieren. Markus, nehmen wir an, ich bin Otto-Normalverbraucher, verdiene diese österreichischen, weiß ich nicht, 1.500 Euro im Monat. Okay. Wie kann ich mir Vermögen anhäufen? Ja, Ziel 1 oder Schritt Nummer 1, einmal regelmäßig 10% des Einkommens automatisiert mit einem Dauerauftrag vom Gehaltskonto auf ein Sparkonto umzubuchen. Haben wir schon gehört, 150 genau, Euro. Wirklich? Ja. Das Zweite, zu schauen, dass ich eben, also Tipp Nummer 2 ist, von Zufallsgeld, das mir zufällig zufließt, sei es einmal eine Prämie in der Firma, sei es ein Geldgeschenk oder eine Erbschaft, automatisch das 100%ig wegzusparen, weil ich habe mit dem Zufallsgeld ja nicht gerechnet. Ich habe es nicht erwartet. Das ist zufällig, unter Anführungszeichen, da gewesen, 100% zu sparen und von jeder Gehaltserhöhung 50%. Das heißt, wenn du jetzt nächsten Monat 200 Euro mehr Gehalt bekämst, ja, 100 Euro automatisch auf diesen Dauerauftrag dazu. Du hast immer noch 100 Euro mehr, freust dich über ein höheres Gehalt, aber hast, ohne dass es dir wehtut, eine höhere Sparleistung. Ich hoffe, der Chef hört zu. Ah. Ja. Okay, also Gehaltserhöhung, Erbschaften, Zufallsgeld, Geldgeschenke, man feiert einen runden Geburtstag, da kommt viel Geld rein, zu 100%. Da kommen natürlich die Ausgaben dazu. Eine neue Waschmaschine, ja, das Auto streikt oder sowas, braucht das Service, das kostet mehr, das geht dann halt weg. Oder wie geht man mit solchen Kosten um, die so irgendwie dazukommen? Na, grundsätzlich sollte man, also ist es ganz wichtig, von dem Gehalt, das man hat, nicht nur die laufenden Kosten zu bestreiten, sondern auch ganz klar immer einen gewissen Notgroschen für Waschmaschine, Autoreparaturen, diese Klassiker zur Seite zu legen. Also zusätzlich zu den 150 Euro oder wie? Ja, weil die Sparleistung, die ich spare mit 10% und Zufallsgeld zum Beispiel, der Gehaltserhöhung, dieses Geld rühre ich niemals wieder an. Aha. Das Geld baut mein Vermögen auf, wird meine goldene Gans, die mir am Anfang durch zwar noch kleine Zinsen, später durch mittlere Erträge, später meinen Lebensstandard finanzieren soll. Ab wann rühre ich dann an? Schlachte ich nicht. Ab wann rühre ich das Geld dann an? Weil sonst gingst du erben. Genau. Also, Ziel ist dann, dass du dein ab einem gewissen Lebensalter sagst, mein Geld finanziert mein Leben, und meine Erben später erben dann die, weiß nicht, 500.000 oder was auch immer. Markus, man würde sich erwarten, einen
Du bist smart, du bist gewieft, du bist redegewandt, alles da, was man sich von so einem Vermögensberater, Vermögensanhäufungsexperten erwartet. Aber du fühlst dich zum Beispiel im Buddhismus hingezogen und du definierst Erfolg ganz anders und Glück ganz anders. Woher kommt dieser andere Blickpunkt auf das Geld? Wenn das Geld nicht glücklich macht, ist grundsätzlich klar, Geld kann unterstützen sein. Geld ist Energie. Ja. Ich kann mit Geld Atomkraftwerke bauen oder Kinderkrankenhäuser. Und so sehe ich einfach auch Geld als Mittel zum Zweck. Und als letzte Form der direkten Demokratie, weil meine Politiker, die wähle ich alle 5 Jahre. Mit meinem Geld entscheide ich jeden Tag, was ich möchte. Bio-Lebensmittel, nachhaltige Energie, was auch immer. Oder einen benzinschluckenden Bursche oder wie auch immer. Also mit Geld gestalte ich diese Welt. Ob das gut oder schlecht ist, aber es ist ein Gestaltungsmittel. Woher der Zugang kommt, kann ich jetzt in der Form nicht sagen. Ich habe mich seit meiner Kindheit schon für Umweltschutz interessiert. Du hast den Buddhismus kurz erwähnt. Für mich ist Buddhismus keine Religion, einfach eine Praxis. Du warst auch in einem Kloster eine Zeit lang? War vor ein paar Jahren 3 Wochen in einem Kloster in Frankreich, in einem zen-buddhistischen Kloster, wo es eben das Schöne ist, nicht um Buddhismus oder um Buddha geht im Sinne einer wieder einer Religion, sondern einfach nur um die persönliche Achtsamkeitspraxis. Ja. Zu sich selbst zu finden und einfach sein Leben achtsam und wertebasiert zu gestalten. Dort waren unheimlich viele Katholiken, Christen in diesem buddhistischen Kloster, weil es ja nicht darum geht, wann wurde Buddha geboren und irgendwelche technischen Dinge wie im Religionsunterricht, sondern wirklich einfach nur um Spiritualität und nicht um Religion. Mhm. Du bist ja auch gern, wir sagen es dazu, vielleicht glauben viele, du bist an den Börsen der Welt unterwegs und investierst und bist ständig am Handy. Das bist du nicht. Bei mir geht es als Finanzcoach um die Strategie, egal ob ich jetzt Alleinverdiener bin, ob ich Studentin bin, ob ich Hausfrau bin, ob ich Unternehmer bin, wie kann ich durch die richtigen Strategien mit meinen Finanzen besser umgehen. Ja. Und das als Finanzcoach quasi einfach ist meine Aufgabe, meine Mandanten dabei zu unterstützen. Kann man, wenn man achtsam ist mit seinen Mitmenschen und das buddhistische Kloster nachwirkt, kann man überhaupt mit Aktien Geschäft machen? Geld, wie gesagt, ist Energie. Ich kann natürlich sagen, ich kaufe mir jetzt Aktien von einem Rüstungskonzern. Das hätte dann nichts mit Achtsamkeit zu tun, sondern einfach nur damit, mit dem Leid anderer Menschen Geld zu verdienen. Oder ich kann sagen, ich investiere in Unternehmen oder ich kaufe Aktien von Anbietern, die sich mit Ökostrom beschäftigen. Ist das momentan zu empfehlen? Ist das momentan zu empfehlen? Ein Investment hat immer 2 Kriterien. Ertrag klarerweise, aber Gewinn kommt nicht nur in der Börse, sondern auch im Herzen an. Das heißt, ich habe auch sehr viele Klienten, die sagen, ich brauche keine 5% im Jahr, mir reichen 2%, wenn das ehrlich und sinnvoll erwirtschaftetes Geld ist. Es gibt solche Leute. Genug. Ja. Und das ist auch das Schöne, weil es ist so schön, wenn ich bereit bin, auf ein paar Prozent Ertrag zu verzichten, möglicherweise bei einem ethischen oder ökologischen Investment, dafür weiß, dass der Nachhaltigkeitsaspekt durch die Schaffung von gesunden Lebensmitteln, gesunden Strom, Verbesserung von Lebensbedingungen für Menschen, denen es nicht gut geht. Das ist ein Ertrag, der mit Geld gar nicht aufzuwerten ist. Ja, die wichtigsten 10 Geldtipps, so heißt sein Büchlein, da ist alles drin zum Thema Sparen, weniger Geld ausgeben, da ist alles drin zum Thema Erfolg. Mit wie viel Geld sind Sie reich? Vielleicht wiederholen wir diese Formel noch. Mit wie viel Geld ist man reich? Monatliche Fixkosten mal 200. Wenn man Beispiel 2.000 oder 1.500 als Fixkosten, ja, mal 200 wären 300.000 Euro. Ja. Sprich, wenn ich 300.000 Euro Vermögen habe, ob jetzt geerbt, ob erarbeitet oder hart erspart, mit 300.000 würde das Vermögen das Kapital erarbeiten, das ich brauche, um meine Fixkosten zu decken. Mhm. Die meisten glauben, ich muss Millionär sein, um das zu erreichen. Auch das ist viel Geld. 300.000 ist viel Geld. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Leute geben unnötig aus 30.000 Euro, weil es ein Neuwagen sein musste oder alle 4 Jahre der neue Audi oder BMW. Da wird viel Geld vernichtet und die Unabhängigkeit verschenkt und verkauft. Vegetarische Lasagne. Kommt jetzt etwas plump in der Überleitung, aber es ist ja ein Anliegen. Sie finden es auf burgenland.orf.at. Du bist vegetarisch unterwegs? Genau, fast, also eigentlich vegan. Ja? Seit wann? Vegetarisch seit ca. 15 Jahren, vegan seit ca. 6 Jahren jetzt. Hat dich das verändert? Das auf jeden Fall, also gesundheitlich sehr positiv, energetisch sehr positiv, von der Schlafqualität sehr positiv, vom energetischen Arbeiten spüre ich sehr. Aber du bist ja einer, wenn man dir irgendwas serviert mit Schafkäse, isst du es schon? Also wenn du mich, Fleisch und Fisch unmöglich, aber wenn du mich jetzt nachher sagst, wir haben einen guten griechischen Salat in der Kantine, dann esse ich ihn schon, das schaffe ich schon, unter Anführungszeichen. Aber ich sag, Fleisch oder Fisch könnte ich nicht mehr essen. Aha. Was ich beim Vegansein nie verstanden habe, alles gut und schön, den Honig.
Also, dass der irgendwie auf das der Verbotsliste steht. Eine typische Geldfrage, die ich regelmäßig gestellt bekomme. du nimmst der Biene den Honig, und den sie braucht, um sich selbst zu ernähren, und fütterst sie mit billigem Zuckerwasser. Und ist auch eine Form von Diebstahl. Also gesagt, Honig jetzt, wenn irgendwo ein Lebkuchen ist, ist auch ein Honig drin. Also ich bin jetzt kein Extremist, bitte. Aha. Aber ist auch eine Form von Ausbeutung. Okay. Kennst du viele in deiner Branche, die vegan unterwegs sind? Also in der Finanzbranche an sich wüsste ich es nicht. Nein. Ja. Kennst du viele, die so auch ticken wie du, die sich Gedanken machen um Spiritualität, um Energie, die investiert wird? Also in deinem Umfeld? Immer mehr Menschen. Ja. Es ist spannend, dass auch die Außenumstände, ob das jetzt ist Wirtschaftskrise, Eurokrise, ob das Kriminalität ist, ob das einfach soziale Probleme sind, immer mehr Menschen oder persönliche Schicksalsschläge und Krankheiten, plötzlich Leute beim Mittagessen, Geschäftspartner, die ich als die reinen Kapitalisten eingestuft hätte, plötzlich anfangen, ja, jetzt waren sie auf einem Retreat in einem Kloster oder haben ein Seminar dort gemacht oder lesen das oder jenes Buch, denke, wow, unglaublich. Also je mehr drumherum passiert, dass uns quasi wieder das Zeichen gibt, hey, du bist erstens sterblich und nichts ist für ewig und es kann halt was passieren. Du kannst krank werden, einen Unfall haben, das Geldwesen kann, der Euro kann zusammenbrechen. Plötzlich werden die Dinge da wichtig, die man mit Geld nicht kaufen kann. Markus, bist du bereit für die letzten Fragen? Jawohl. Mein Leben ist? Ein Geschenk. Peinlich ist mir? Nichts. Mein Lieblingsfoto zeigt? Den Wörthersee. Grantig werde ich, wenn? Menschen sich nicht so trauen, ihr Geld in die eigenen Hände zu nehmen. Wenn es mir richtig gut geht, dann? Bin ich einfach glücklich und dankbar für das Geschenk des Lebens, dass ich gesund bin. Traurig macht mich. Wenn Menschen sich hilflos fühlen, egal ob im beruflichen oder auch in finanziellen Belangen, und einfach nur die Umstände verantwortlich machen für ihre eigene Situation. An mir ändern würde ich? Mehr Sport machen. Irgendwann werde ich? Mein Haus im Wörthersee kaufen. Oh ja. Lies das Buch, die wichtigsten 10 Geldtipps. Danke, Markus, vielen Dank fürs Kommen und für die vielen Tipps und die interessanten Gespräche. Danke dir. Danke für die Einladung. Mahlzeit Burgenland. Montag bis Freitag. 11 Uhr auf Radio Burgenland. Und online auf burgenland.orf.at.